Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Stromgrundversorgungsverordnung und die Gasgrundversorgungsverordnung. Und vor allem geht es um die Konsultation, die noch bis zum 17. August 2021 läuft, rund um die jetzt geplanten Änderungen eben dieser beiden Grundversorgungsverordnungen. Ja, und wir gehen auch mal direkt rein in diese Dokumente. Wir finden nämlich hier vom 9.8. einen Post beim Bundeswirtschaftsministerium namens Neufassung des Entwurfs einer Verordnung zur Anpassung der Strom- und Gasgrundversorgungsverordnungen an unionsrechtliche Vorgaben, weil wir nämlich aus Richtung der EU verschiedene Anpassungen vorgegeben bekommen haben für den Strommarkt, nämlich für erweiterte Transparenzpflichten und auch, sagen wir mal, weitere Rechte, die dann dem Kunden gegeben werden, im Kontext der Grundversorgung. Nämlich, dass zum Beispiel in Zukunft eine Sperrung noch deutlich schwieriger werden soll, als sie bisher schon möglich war. Und damit das dann eben auch in deutsches Recht übergehen kann, werden hier die Stromgrundversorgungsverordnung und, weil wir beides nicht auseinanderdriften lassen wollen, auch die Gasgrundversorgungsverordnung angepasst. Und bis zum 17. August, wie ihr sehen könnt, läuft dann jetzt noch eine Konsultationsrunde für diesen Referentenentwurf, für diese Anpassungen, die jetzt erstmal vorgeschlagen werden. Ein Referentenentwurf heißt, dass das Bundeswirtschaftsministerium jetzt vorschlägt, dass diese Verordnungen auf diese Art und Weise geändert werden sollen. Und wenn das jetzt einfach weitergeht, ne, also wenn die Stellungnahmen aus der Branche, von den Verbänden, den Interessensgruppen, den großen Unternehmen, den kleinen Unternehmen und so weiter wahrgenommen worden sind, dann kann das auch relativ schnell durch die Bundesregierung auch durchgewunken werden und dementsprechend dann auch Wirkung entfalten. Ihr findet dann hier unten eine PDF, Neufassung des Entwurfs. So, und wenn man dann da reingeht, haben wir eine 30-seitige Auflistung, was jetzt hier in diesem Referentenentwurf steht. Und wie immer habt ihr am Anfang so einen allgemeinen Teil, der erstmal einführt, worum es hier geht. Und dann kommt der eigentliche Inhalt, also der Artikel 1, der die Stromgrundversorgungsverordnung ändert und Artikel 2, der die Gasgrundversorgungsverordnung ändert. Und danach kommt auch noch die Begründung, wo dann nochmal verschiedene Details darüber zu lesen sind, was hier konkret passieren soll. Und da wir in ein, zwei Stellen dann auch nochmal in die aktuelle Verordnung reinschauen wollen, habe ich die mal hier unten noch mit hingepackt. Dann schauen wir uns doch mal an, was jetzt hier zur Konsultation steht. Ich werde hier mal teilweise in meine Notizen schauen. Also wenn ihr eine Rascheln hört, dann hängt das damit zusammen. Es ist wie immer unglaublich viel Text und viel Blabla. Daher müssen wir das mal teilweise hier mit Notizen machen. Okay. Es gibt zu großen Teilen hier auch einfach nur redaktionelle Anpassungen. Da müssen wir dann durch. Unter anderem wird der Paragraph 11, der bisher Ablesung hieß, genau, der bisher Ablesung hieß, wird jetzt Verbrauchsermittlung genannt, weil neben der Ablesung durch jemanden und Kundenablesung ja auch eine Schätzung äußerst wahrscheinlich sein kann und natürlich auch, weil eine Auslesung aus der Ferne in Zukunft äußerst wahrscheinlich wird. Daher ist es auch sinnvoll, hier diesen Paragraphen anzupassen. Das Wording ist ja teilweise auch durch dann sowas wie Energiewirtschaftsgesetzanpassungen schon geändert worden und durch unsere diversen Marktregeln, in denen wir uns auch bewegen. Das ist jetzt hier auch nochmal eingegangen in die Grundversorgungsverordnung. Und dann findet ihr ganz, ganz oft hier Teile, wo einfach nur gesagt wird, okay, die Abkürzung ABS wird jetzt durch den voll ausgeschriebenen Begriff Absatz ersetzt. Ja, dadurch ist diese Änderung auch ein bisschen aufgebläht. Viel, viel Inhalt ist da gar nicht drin. Wir gucken uns die Sachen gleich an. Aber auf jeden Fall werden wir das an vielen Stellen wieder so sehen. Wenn ihr dann auch in die Begründung nachher reingeht, sieht dann auch immer so etwas wie, okay, unter erstens, ne, das ist dann hier dieser Punkt, wird dann zum Beispiel Paragraph 11 geändert. Unter zweitens wird dann hier Paragraph 1 angegangen und so weiter. Und wenn eben hier viele einzelne Veränderungen vorgeschlagen werden, dann habt ihr zweitens dann Bereich A, dann zum Beispiel einen einzelnen Absatz angeht und dann AA geht es um einen bestimmten Satz, BB ist dann ein anderer Satz und so weiter. Also wenn ihr dann in der Begründung solche Verweise seht, wie zweitens ACC, dann ist das dann eben an dieser Stelle zu finden, worauf dann da hinten die Begründung geschrieben werden würde. Also gehen wir jetzt mal ins Inhaltliche, nachdem wir uns mit dem Absatz selbst, mit dem Begriff Absatz beschäftigt haben. Wir haben zum Beispiel hier eine erste inhaltliche Information, die ganz interessant ist. Anstelle eines kombinierten Vertrages, und ein kombinierter Vertrag wäre jetzt die Energieversorgung und der Messstellenbetrieb. Anstelle eines kombinierten Vertrages hat der Grundversorger auf Verlangen des Kunden
mit diesem auch einen Grundversorgungsvertrag abzuschließen, ohne Einbeziehung des Messstellenbetriebs. Also eine reine Energielieferung, sodass der Grundversorgungskunde dann hier in Zukunft auch seinen eigenen Messstellenbetriebsvertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber behalten kann. Und wenn er dann in die Grundversorgung geht oder dort reingegangen wird, dann könnte er diesen Messstellenbetriebsvertrag weiterhin so behalten und würde eben nur die Energielieferung über die Grundversorgung bekommen. Das ist hier nochmal explizit so vorgesehen, weil das jetzt in Zukunft auch ein absolut realistisches Feld sein wird, wenn dann immer mehr Leute sich ihren eigenen Messstellenbetreiber aussuchen. Danach wird dann schon wieder die Abkürzung APS ersetzt und hier auch direkt nochmal, also ihr merkt, das bläht dann ganz schön diese ganzen Aufführungen auf. So, dann gibt es so verschiedene Wording-Anpassungen, die sich vor allem auch durch die Änderungen im Messstellenbetriebsgesetz und vor allem Energiewirtschaftsgesetz und weiteren Marktregeln, in denen wir uns ja bewegen, so schon auch üblich sind. Das heißt, hier ist eigentlich die bisher zu alte Formulierung der Grundversorgungsverordnung angepasst worden auf das, was wir so schon machen. Na, also hier die Identifizierung von Verbrauchsstellen und so weiter, wie die dann durchgeführt wird. So, dann gehen wir mal weiter. So, verschiedene Voraussetzungen, die transparent für den Kunden dargestellt werden müssen. Die allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung müssen veröffentlicht werden. Der Zeitraum der Abrechnung, wie oft, in welcher Form abgerechnet wird, muss transparent dargestellt werden. Und dann kommen so verschiedene Pflichten, die man teilweise schon kennt und die teilweise auch neu sind. Nämlich Informationen, wo Verbraucherbeschwerden vorgeführt werden können, Streitbeilegungsverfahren angegangen werden können und so weiter. Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur und das Muster der Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers. Das ist dann etwas Neues, nämlich wenn in Zukunft eine Sperrung droht durch den Grundversorger, weil der Kunde nicht gezahlt hat, dann muss der Grundversorger dem Kunden, dem Verbraucher, eine Abwendungsvereinbarung vorschlagen, nämlich damit sagen, hey, bevor wir sperren, bieten wir dir nochmal an, dass du entweder über eine Ratenzahlung das nochmal abwenden könntest oder eben auch über ein Prepaid-Verfahren, über eine Vorauszahlung hier auch abwenden könntest, dass die Sperrung kommt. Und dafür muss dann eben dieses Muster der Abwendungsvereinbarung mit veröffentlicht werden, damit der Kunde sich auch damit auseinandersetzen könnte, wenn er in die Grundversorgung überhaupt erstmal kommt. Das ist zum Beispiel neu, das wird auch ein Aufwand, der dann von jedem Grundversorger eben auch zu machen ist, diese Schreiben, diese Dokumente einerseits anzupassen, die bisherigen, wo erweiterte Infos jetzt drauf müssen, und andererseits dann solche Schreiben wie diese Abwendungsvereinbarung überhaupt erstmal aufzusetzen und dann eben auch mit zu veröffentlichen. Das muss dann alles noch mit gemacht werden. Naja, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal im Weiteren. Dann wieder Abs wird zu Absatz, also das ist fantastisch. So. Und dann kommt nochmal ein interessantes Recht für den Kunden. Ja, sorry, mein Fenster ist auf, es hört ihr hier, wenn Autos dran vorbeifahren am Gründerzentrum. Stark, ne? Okay, also eine weitere Änderung ist zum Beispiel Recht des Kunden, wenn er der Meinung ist, dass seine Messeinrichtung, sein Zähler nicht korrekt ist und er ganz besonders hohe Kosten hat, die jetzt nicht nur am Grundversorgungstarif liegen, sondern daran, dass er gefühlt zu viel verbraucht, das kann ja gar nicht stimmen, dann muss der Grundversorger hier auch eine Prüfung der Funktion, der ordnungsgemäßen Funktion der Messeinrichtung angehen und darf nicht vorschieben, dass erstmal eine Vorleistung oder Sicherheitsleistung hinterlegt werden müsste. Die Prüfung kann nicht davon abhängig gemacht werden, dass so eine Sicherheitsleistung eingezahlt wurde. Das ist hier nochmal ganz deutlich formuliert worden. Und dann gehen wir mal weiter. Wir haben zum Beispiel hier den Punkt § 11 Verbrauchsermittlung. Der hieß, wie gesagt, bisher Ablesung. Da ist nochmal ganz klar darauf hingewiesen worden, dass die Ermittlung des Verbrauchs im Energiewirtschaftsgesetz auch nochmal sehr klar dargestellt wurde. Wir haben hier verschiedene Verweise auf das Energiewirtschaftsgesetz, weil da kommen wirklich viele Autos. Paragraph 40, 40a, 40b meine ich auch noch und dann eben auch die 41, das werden wir gleich noch sehen, wo die verschiedenen Inhalte einer Rechnung zum Beispiel, das Zustandekommen der Abrechnung und auch die angebotenen Zahlungsmodalitäten nochmal geklärt worden sind, geregelt worden sind. Das Energiewirtschaftsgesetz wurde ja im Juli 2021 im Bundestag nochmal geändert, nachdem wir dort ja in der allerletzten Sitzung nochmal 52 Gesetze und Verordnungen bekommen haben, verändert bekommen haben, die im Kontext der Energiewirtschaft sind. Das heißt, es wurden ja grundsätzlich noch viel, viel mehr Gesetze und Verordnungen angepasst, aber 52 allein mit Kontext Energiewirtschaft. Und das ist natürlich viel gewesen und viel ist da auch einfach unter dem Radar weitergelaufen.
Aber zumindest haben wir hier nochmal einen klaren Verweis darauf, dass die im Energiewirtschaftsgesetz dargestellten Hinweise zur Verbrauchsermittlung, Rechnungsaufführung, Zahlungsmodalitäten hier eben auch referenziert werden. Kunde kann die Messrechnung selbst ablesen oder verlangen, dass sie. Der Mesh, sein Betreiber oder Versorger kann die Messrechnung selbst ablesen oder verlangen, dass sie vom Kunden abgelesen werden. Das ist dann jetzt ersetzt worden durch den Verbrauch nach Absatz 1 auch ermitteln, wo dann eben zum Beispiel formuliert wird: Naja, das ist ja schon im Energiewirtschaftsgesetz geklärt, wie diese Zählerstände zustande kommen können und anderem auch durch Schätzung. Abkürzung Abs wird wieder durch Absatz ausgeschrieben. Stark. Und da gibt es so Punkte wie, okay, hier wird ein Absatz aufgehoben. Das ist dann alles in sich nun schlüssig, weil doch auf vielerlei Weise, wie gerade schon erwähnt, auf das Energiewirtschaftsgesetz hier einfach nur verwiesen wird. Hier haben wir den Paragraph 40b und an anderen Stellen geht auch noch mehr. Hier sind auch so Wordings angepasst worden, wie Vorkassensysteme heißt dann jetzt eben Vorauszahlungssysteme, weil das an anderen Stellen nun auch so formuliert ist, nämlich zum Beispiel in Paragraph 41, wo die Zahlungsmodalitäten im Energiewirtschaftsgesetz geklärt sind. Rechnungen und Abschläge genauso dort drin, anzugebende Zahlungsweisen dort drin. Das habe ich gerade alles gemeint, dass hier auf vielerlei Weise auf das Energiewirtschaftsgesetz verwiesen wird. Abs wird durch Absatz ersetzt und so weiter. So, und dann wird es langsam nochmal interessanter, nämlich in diesem Paragraph 19. Paragraph 19, der dann nämlich eben heißt Unterbrechung der Versorgung. Hier wird nochmal ganz klar ausformuliert, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt werden muss. Und die Verhältnismäßigkeit der Sperrung ist insbesondere dann nicht gewahrt, wenn infolge der Unterbrechung der Sperrung eine konkrete Gefahr für Leib und Leben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Heißt, wenn zum Beispiel da jemand ist, der an einer Beatmungsmaschine steckt und der Strom würde ausgestellt werden, dann würde das tragische Konsequenzen haben. Und das ist natürlich eine deutliche Gefahr für Leib und Leben. Und dann ist eine Sperrung nicht verhältnismäßig. Das war in der Vergangenheit auch schon durchaus üblich, dass man dann darauf hingewiesen hat, hey, wir haben hier jemanden, der von dem Strom lebt, der also ansonsten tatsächlich noch kranker werden würde oder eben auch eine konkrete Gefahr für sein Leben dann vorhanden wäre. Und dann gab es durchaus schon die Prozesse dafür, eine Sperrung auszusetzen und wie auch immer das Ganze dann zu klären. Aber jetzt ist nochmal ganz klar niedergeschrieben, dass diese Verhältnismäßigkeitsprüfung anhand dieser konkreten Prüfung durchzuführen ist. Und das werden wir dann auch gleich nochmal sehen, dass es dort eben auch Konsequenzen gibt auf die Einschätzung, ob dann in Zukunft noch gesperrt werden kann oder eben nicht. Der Grundversorger hat den Kunden mit der Androhung der Sperrung über die Möglichkeit zu informieren, Gründe für diese Unverhältnismäßigkeit, insbesondere eben Gefahr für Leib und Leben, in Textform vorzutragen. Das heißt, wenn wir den Kunden jetzt ankündigen, wir würden bei dir jetzt demnächst sperren, an der Frist ändert sich übrigens auch noch etwas, dann müssen wir dem Kunden gleichzeitig darauf hinweisen, du darfst uns jetzt in Textform mit einer E-Mail oder wie auch immer, mit einer SMS, mit einem Brief, den man auch per Brieftaube hinschickt, darauf hinweisen, dass es hier eine Gefahr für Leib und Leben gibt und du deswegen hier eben bitte nicht gesperrt werden möchtest. Das ist hier nochmal insbesondere nun angebbar. So. Wenn der Kunde nicht zahlt, gibt es jetzt auch nochmal ganz klare Hürden, ab wann überhaupt eine Sperrung möglich sein würde. Und zwar, kurz gesagt, die Höhe des doppelten Abschlags oder das Sechste des Jahresbetrags muss offen sein, mindestens aber 100 Euro. Wenn also der Monatsabschlag bei 30 Euro liegt, müssen es trotzdem 4 Monatsabschläge sein, die jetzt offen sind, damit eben diese 100 Euro Mindestbetrag überschritten werden. Erst dann dürfte überhaupt über die Sperrung nachgedacht werden. So. Der Grundversorger muss mit der Sperrandrohung auch noch auf verschiedene Dinge jetzt hinweisen. Örtliche Hilfsangebote zur Abwendung der Sperrung wegen Nichtzahlung. Also örtliche Schuldnerberater und andere Möglichkeiten, über die dann Geld nochmal kurzfristig organisiert werden könnte. Vorauszahlungssysteme, Prepaid-Zähler, die hier möglich sein könnten, um hier auch eben das Ganze abzuwenden. Informationen zu Energieaudits und Energieberatung, also Leuten, die helfen würden, in Zukunft Energiekosten zu sparen. Hinweis auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen Mindestsicherung oder anerkannte Schuldnerberater und Verbraucherberater. Also hier verschiedenste Möglichkeiten, um dem Schuldner, dem Kunden, dem Verbraucher, der jetzt nicht gezahlt hat, nochmal eine Möglichkeit zu geben, sich aus dieser Schuldenspirale rauszuholen. Das muss der Energieversorger, der Grundversorger in Zukunft hier unbedingt mitteilen. Das ist seine ganz klare Pflicht.
Und eben ganz klar, spätestens mit dieser Ankündigung und Unterbrechung eine Abwendungsvereinbarung anbieten. Zu der kommen wir dann auch gleich nochmal. Diese Abwendungsvereinbarung, zu der kommen wir dann einfach genau jetzt. Da muss vorgeschlagen werden eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung und eine Weiterversorgung auf Prepaid-Basis, auf Vorauszahlungsbasis. Das heißt, eine Ratenzahlung, die ist zumutbar für den Versorger und auch für den Kunden in den Zeitraum von 6 bis 18 Monaten. Also bis zu anderthalb Jahre Ratenzahlungsvereinbarung und Prepaid muss angeboten werden. Und übrigens auch noch eine ganz klare Änderung. Bisher hatten wir in diesem Paragraphen 19 Unterbrechung der Versorgung eine Frist von 3 Werktagen vor der angedrohten Sperrung. Das wird jetzt geändert auf 8 Werktage. In Zukunft würde eine Sperrandrohung 8 Werktage vor dem angedachten Sperrtermin dem Kunden zugegangen sein müssen. Das sind dann eben auch die Änderungen. Also Abwendungsvereinbarung muss mit dabei sein, 8 Werktage vor der Sperrung und es muss ihm angeboten werden, du kannst eine Ratenzahlung auf bis zu anderthalb Jahre angehen oder und du kannst eine Prepaid-Zahlungsvariante hier noch mit angehen. Das ist eben auch neu in der Stromgrundversorgungsverordnung in dieser Form. An ganz vielen Stellen wieder Absatz wird zu Absatz. Und auch nochmal der klare Hinweis, sollte wiederholt zu wiedergehandelt werden, also sollte wiederholt trotzdem gesperrt werden müssen, dann darf der Grundversorger immer noch eine fristlose Gesamtkündigung der Grundversorgung auch vornehmen, mit mindestens 2 Wochen Vorlauf. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen, also wiederholte Sperrungen, es hat alles nicht geholfen und es ist trotzdem die Verhältnismäßigkeit dann immer noch gegeben, dass man auch wirklich dauerhaft als Grundversorger sich dann rausholt und dann schlussendlich ja auch eine Lieferstelle praktisch stilllegt, ja? Oder der Kunde findet irgendeinen anderen Versorger, der bereit wäre, ihn zu versorgen. Diese Abwendungsvereinbarung mit Ratenzahlung und Prepaid muss dann praktisch bis Januar 2022 auf der Webseite des Grundversorgers veröffentlicht werden. Das wäre dann auch nochmal eine Frist, die klar zu beachten wäre. Eine Änderung in der Gasgrundversorgungsverordnung, also Strom ist schon vorbei, in der Gasgrundversorgungsverordnung, die noch dazu kommt, die natürlich bei Strom nicht zählt, ist dieser Hinweis, dass eben bis 2025, die Kosten in Cent pro Kilowattstunde Gaslieferung für die Emissionszertifikate, für die CO2-Zertifikate im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes angegeben werden müssen. Ja, also es ist ja so, dass wir jetzt seit 2021 für Heizkosten und für Verkehrskosten, also für Ölheizungen, für Gasheizungen, aber dann eben auch für Benzin und diese CO2-Kosten ja eine CO2-Gebühr schlussendlich aufrufen. Und die Kosten, die in diesem Kontext zustande kommen, müssen dann eben auch transparent mit dargestellt werden in der Gasgrundversorgung. Ansonsten ist hier in der Gas-GVV alles genauso unisono wie im Strombereich mit aufgeführt. Und dann eben nach der Verkündung ist das Ganze dann auch in Kraft getreten. Das wird dann im Zweifel auch bald passieren, wenn die Referentenentwürfe so durchgehen oder nochmal geändert werden durch auch eure Konsultationsbeiträge und dann eben die Bundesregierung mal sagt, okay, so wollen wir es machen. Hier wird dann im Weiteren nochmal ein bisschen begründet. Dort findet ihr dann auch ab Seite 20 die konkreten inhaltlichen Begründungen der einzelnen Änderungen. Das könnt ihr euch mal durchlesen, wenn euch das interessiert. Und dann ist hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass die 900 Grundversorger in Deutschland dann eben folgende Tätigkeit machen müssen. Anpassung ihrer bisherigen Schreiben überhaupt, ihrer Sperrschreiben, die müssen angepasst werden, weil es ja weitere Angaben mit drauf müssen. Es muss einen Prozess geben, um die zurückgeschickten Meldungen, hey, das ist nicht verhältnismäßig bei mir zu sperren, dass die geprüft werden. Ne? Diese Schreiben müssen geprüft werden von jemandem. Dafür muss es einen Prozess geben. Erstellung der Abwendungsvereinbarung, ne, wo Ratenzahlung und Prepaid-Zahlung vorgeschlagen werden. Und dann die Begleitung dieser entsprechenden Rückmeldungen. Das ist natürlich alles mit Aufwand versehen, also mit Personentagen, die hier unten so ungefähr angenommen werden. Ein halber Personentag für Anpassung der bisherigen Schreiben, halber Personentag für den Prozess der Bearbeitung, halber Personentag für die Erstellung der Abwendungsvereinbarung und ein Personentag für dann die weiteren Verfahren, die hier dann in der Begleitung der Abwendung gemacht werden müssen. Ist
gefühlt so ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber so wird es erstmal angenommen. Und wenn ihr also bei einem Grundversorger arbeitet, werdet ihr merken, da wird auf jeden Fall dann einiges anzupassen sein. Die Schreiben werden anzupassen sein und so weiter. Und wenn ihr ein Kunde seid, ein Verbraucher seid, dann werdet ihr in Zukunft von eurem Grundversorger grundsätzlich erstmal noch weitere Informationen bekommen und dann eben auch im Falle einer drohenden Sperrung verschiedene Rechte haben, die diese Sperrung auch nochmal abwenden könnten. Naja, ihr habt dann, wie gesagt, hier ab Seite 20 die konkreten inhaltlichen Begründungen der Anpassungen, die hier vorgeschlagen werden im Referentenentwurf. Lohnt sich durchzulesen, wenn ihr eben zum Beispiel bei einem Grundversorger, bei einem Stadtwerk, bei einem großen Regionalversorger arbeitet und in diesem Kontext dann in Zukunft auch noch Dinge tun müsstet. Dann kann man sich das gerne mal anschauen. Wir verlinken diesen Beitrag des Bundeswirtschaftsministeriums natürlich mit in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Video rechtzeitig seht, dann könnt auch ihr bis zum 17. August praktisch mit einem Briefkopf von eurem Unternehmen, also wenn ihr es dürft, dürft ihr natürlich mit dem Briefkopf von eurem Unternehmen oder mit einer privaten E-Mail eine Stellungnahme zu diesem Referentenentwurf natürlich hinschicken, zum Bundeswirtschaftsministerium, halt darauf hinweisen, dass es sich um eben einen Beitrag zur Konsultation der Strom- und Gasgrundversorgungsverordnung handelt. Und dann könnt ihr im Zweifel auch nochmal kluge Dinge dazu sagen, ob ihr diese vorgestellten Änderungen gut findet oder nicht so gut findet und was ihr da vielleicht dann noch als Alternative haben würdet. Okay, dann wie gesagt, wir verlinken das in der Videobeschreibung. Unten ist das PDF. Die Strom-GVV und Gas-GVV findet ihr online. Und dann schaut euch mal an, ob hier Änderungen dabei sind, die euch in irgendeiner Form interessieren und tangieren. Alles klar, das war's dann soweit mit diesen Änderungen. Habt ihr Fragen dazu, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.